kommt die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Was für ein herrlicher Tag. Ah, wundervoll. Mal sehen, wo die Prinzessin steckt. Meine Damen und Herren, verehrte Katzen und Hunde. Verzeihung, haben Sie vielleicht... Oh, hallo Prinzessin, du bist das. Hallo. Was machst du denn da? Ich übe gerade. Rate mal, was ich bin. Ein General? Nein. Ein Premierminister? Nein. Ein Kellner? Nein. Ich gebe dir einen Tipp. Ba-ba-ba-bam. Ah, eine Fee. Nein. Komm, Schatz, wir gehen spazieren. Muss ich mitkommen? Ja. Beeil dich bitte, ja? Willst du heute nicht spazieren gehen? Ich habe keine Zeit. Ich muss für meine Zaubervorstellung üben. Für deine Zaubervorstellung? Weißt du jetzt, was ich bin, oder weißt du es nicht? Aha, du bist ein Zauberer. Ja! Donnerwetter. Und du kannst zaubern? Nein. Das muss ich erst noch lernen. Komm, Gisbert. Mal sehen, ob es mir noch gelingt. Also, zieh eine Karte, irgendeine. Oh. Die Karte, die du in den Händen hältst, ist Frau Weißbrot, die Bäckerin. Woher hast du das gewusst? Ja, das ist eben die hohe Kunst der Zauberei. Wenn Sie mich fragen, wohl eher die Kunst der flinken Augen. Schummeln gilt nicht. Du hast heimlich geschaut. Tut mir leid. Ich kann eigentlich nicht richtig zaubern. Dann muss ich jemanden finden, der mir einen echten Zaubertrick zeigt. Komm mit, Gisbert. So. Und mit dir sehr. In meiner Vorstellung brauche ich auch Enten. Bringst du mir das bei? Ei, ei. Oh, hier. Ah. Mach du das lieber. Bitte sehr. Diesmal mache ich Knoten rein. Hier, bitte. Danke, Admiral. Ich mache eine Ente. Quack, quack, quack. Oder einen Hund. Oder ich mache einen Dinosaurier. Das ist aber schön. Was ist das? Ein Dinosaurier. Für meine Vorstellung. Der ist wirklich toll, aber jetzt gehen wir spazieren, ja? Aber... Mama. Ach. Machst du jetzt deinen Spaziergang? Nein. Ich suche jemanden, der weiß, wie man richtig zaubert. Meine Karotten aber. Sie sind weg. Wo können sie nur hingekommen sein? Ich verstehe das nicht. Oh je. Hallo Gärtner. Kannst du vielleicht zaubern? Nun ja. Mal sehen. Also? Oh.
Abracadabra, Simsalakind, macht, dass der Hase erscheint, geschwind! Zeig mir, wie das geht, zeig's mir! Na schön, du musst deinen Hut nehmen oder deine Krone. Gut, dann musst du zeigen, dass sie leer ist. Schau. Und dann sagst du deinen Zauberspruch auf. Abracadabra, Simsalakind, mach, dass der Hase erscheint, geschwind. Und klopf mit dem Zauberstab drauf. Abracadabra, Bimmel, die Bums, komm raus, Häschen, komm raus. Bitte. Nein. Abracadabra, Simsalakind, mach, dass der Hase erscheint, geschwind. Das klappt aber noch nicht so gut. Dann fangen wir mit was Leichterem an, hm? Wir lassen den Hasen verschwinden. Verschwinden? Ja, wir versuchen, ihn wegzuzaubern. Warte, ich zeig's dir. Abracadabra, Simsalakind. Wo ist dein Zauberstab? Mach, dass der Hase sofort verschwindet. Oh! Und jetzt versuch du es. Aber ich hab doch gar keinen Hasen. Da fällt uns schon was ein. So, das binden wir hier zusammen und... Hallo, mein Häschen. Abarabaga, weg ist das Häschen. Schätzchen. Ich komm gleich, Mama. Ich muss nur noch meinen Zaubertrick machen. Du hast es geschafft. Hä? Oh, wirklich? Ich hab's geschafft. Ich kann richtig zaubern. Ha, das muss ich gleich Papa erzählen. Prinzessin, Papa, ich, Prinzessin, das mit dem Zaubern, das war doch nur, oh je, das war doch nur ein Trick. Ich kann zaubern. Papa, ich kann zaubern. Wirklich, Püppchen? Oh, das ist ja toll. Ich zeig es dir. Hast du einen Hasen für mich? Nein, tut mir leid. Oh, ist nicht so schlimm. Wir nehmen einfach Gisbert. Abracadabra, weg ist das Häschen. Ups, es geht nur mit Zauberstab. Abracadabra, weg ist das Häschen. Gerade hat's noch funktioniert. Mit ein bisschen Übung klappt's bestimmt. Es ist ein ganz schwieriger Zauberspruch. Üb einfach noch ein bisschen. Ich hol mir einen Tee. Bin gleich wieder da, Püppchen. Abracadabra. Schätzchen. Simsalakind. Ich sag's jetzt zum letzten Mal. Mach, dass die Mama sofort verschwindet. Das war aber nicht nett. Ich hab doch keine Zeit zum Spazierengehen. Verstehe. Ja, weißt du, Zauberlernen ist ganz schön schwer. Das dauert eine Ewigkeit. Hast du deshalb deine Mama verschwinden lassen? Hab ich gar nicht. Ich hab nur gesagt... Du hast gesagt, Abracadabra, Simsalakind. Oh, nein. Ich kann deine Mutter nirgends finden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Euer Majestät, wissen Sie, wo die Königin ist? Ich kann sie nirgends finden. Mama! Mama! Wo bist du? Mama! Du bist nicht meine Mama. Was? Nein, ich bin der Premierminister. Mama! Sie ist verschwunden. Ich hab sie weggezaubert. Hast du schon alle gefragt? Der Gärtner! Du musst mir helfen! Schnell! Langsam, Prinzessin. Was ist denn passiert? Ich hab den Zauberspruch gesagt. Oh, hat es funktioniert? Ja. Wirklich? Oh, gut. Nein, überhaupt nicht. Das ist schlecht. Ich hab meine Mama weggezaubert. Das wollte ich nicht. Aber ich war sauer und hab den Zauberspruch gesagt. Den weißt du, Abracadabra, Simsalakind, macht, dass die Mama sofort verschwindet. Und jetzt ist sie verschwunden. Und ich will sie wieder haben. Aber nein, nicht doch, Prinzessin. Das war doch kein wirklicher Zauber. Das war nur ein Trick. Dann kannst du sie wieder zurückholen? Naja, also ich will meine Mama wieder.
Weißt du was? Wir suchen sie einfach. Hm? Du hörst auf zu weinen und aber ich... Aber Schatz, warum weinst du denn so? Mama! Du bist wieder da! Nun, ich wollte nicht mehr länger auf dich warten, also bin ich allein spazieren gegangen. Und was machst du? Willst du uns deine Zaubertricks zeigen? Mhm. Sind da auch Kartentricks dabei? Mhm. Und lässt du auch Sachen verschwinden? Nein, Sachen verschwinden lassen ist viel zu einfach. Oh, meine Karotten. Hast du Karten für mich? Die brauche ich für meine Vorstellung. Und noch ein paar Ballons und ein paar weiße Taschentücher. Oh, und ein Tiger.